Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Uns grinst hier schon was an. Einige von euch werden das Motiv erkennen. Das habe ich vor kurzem euch in einem Unboxing vorgestellt. Von der Firma Q-Deals habe ich mir dieses Motiv personalisieren lassen und ich konnte einfach nicht warten. Ich musste sehen, wie sich die Steine legen lassen und wollte sehen, wie das Motiv rauskommt. Und ich muss sagen, ich bin mehr als begeistert. Es hat unheimlich Spaß gemacht, an einem Bild zu arbeiten. Die Steine liegen 1A. Ich finde, die Größe ist super gewählt. Da bin ich froh, dass Q-Deals mich nochmal angeschrieben hat und mir die Größe von 50 x 70 vorgeschlagen hat. Denn es kommt wirklich ganz, ganz toll raus. Ich werde euch später im Verlauf vom Video, werde ich euch auch nochmal näher an die Leinwand holen, damit ihr auch seht, wie die Steine liegen. Also wir haben ganz vereinzelt, haben wir mal zwischendrin ein paar Lücken. Aber das werde ich versiegeln, also wirklich nur ein, zwei Stellen, wo ich noch ein bisschen nachbessern werde. Das war aber eher meine Schuld, muss ich gestehen, weil ich mir relativ große Flächen frei gemacht habe mit der Folie. Und dann öfters mit den Armbändern halt einfach hängen geblieben bin. Die Stelle dann nicht mehr ganz so gut geklebt hat und die Steine sich jetzt dementsprechend relativ leicht dann verschoben haben. Das werde ich aber bearbeiten, wenn ich das Bild versiegeln werde. Und dann wird man das auch nicht mehr sehen. Ich zeige euch jetzt noch, mit was ich dran gearbeitet habe. Und dann hole ich euch einmal näher ran und ihr könnt sehen, wie die Steine liegen und wie sie funkeln und wie das Bild dann wirklich tatsächlich von nahem aussieht. Mit dabei gewesen ist die Legende in A4-Form. Ihr seht, wir hatten 36 Farben, das Vorschaubild ist mit aufgedruckt, die Größe vom Bild, das bedeutet, ich kann das hier in mein schönes Journal auch ordentlich eintragen. Ich mache es immer so, Moment, ich kann euch vielleicht meine Beispielsseite zeigen. Und das ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Hier zum Beispiel war mein Bild für das Festival der Drachen, der Beekeeper von Diamond Art Club. Ich mache es immer so, ich klebe die Legende meistens mit ein, wenn es denn funktioniert. Hab dann hier mein Vorschaubild, habe die Größe noch mit aufgeführt. Genau. Einfach, dass ich so einen Überblick habe, auch was ich das Jahr über gepaintet habe. Das ist ein ganz einfaches Ringbuch. Vom Teddy war das damals, glaube ich, hat 2 € gekostet und tut seinen Dienst. Aber wie ihr hier seht, es ist schon ordentlich zum Einsatz gekommen. Aber da wird auch dieses gute Schätzchen seinen Platz finden. Gearbeitet habe ich mit dem kleinen Kerlchen hier. Das ist ein kleiner Roboter. Das war ursprünglich war das ein Kugelschreiber gewesen, den ich umgebaut habe als Diamond Painting Stift. Liegt wirklich super in der Hand, hat super Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Wenn ihr möchtet, da habe ich auch ein Video zu gemacht, wie ihr Kugelschreiber umbauen könnt. Das kann ich euch gerne in der Infobox verlinken, wenn ich dran denke. Genau. Und zu guter Letzt natürlich der Koffer.
Da haben wir alle unsere Farben drin. Es sind auch noch einiges an Steinchen übrig. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Steine ausgehen, was ich ganz, ganz furchtbar finde. Wenn man dann nervös und hibbelig wird, weil man Bedenken hat, dass die Steine nicht ausreichen. Hier habe ich auch noch ein paar Sipptüten dann. Also es ist wirklich noch mehr als genug übrig gewesen. Und die Folie durfte dieses Mal gehalten werden von diesem kleinen türkisenen Blümchen, weil ich fand, dass das farblich sehr gut passt. So, das darf hier alles in den Koffer. Der darf auf die Seite. Und wir widmen uns dem Bild. Genau. Also schaut es euch an. Es ist wirklich genial. Auch der Hut, wie er rauskommt. Also wir haben viel 939 und die 310 gehabt, gerade hier in dem Bereich hier im Hintergrund. Und wenn wir dann hier oben sind, auch hier mit dem Hut dann zum Beispiel. Aber das ist ja was, das ist vollkommen klar. Wenn ihr euch ein Bild aussucht aus dem Shop, beziehungsweise wie jetzt in dem Fall personalisieren lasst, wisst ihr ja, wie das Bild aussieht und könnt euch dementsprechend schon auf die Farben einstellen. Aber ich mag es zum Beispiel ganz gerne, dunklen Hintergrund zu painten. Aber da ist ja jeder anders. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt, ein Manko, was wir noch haben, ist hier der Rand. Ja, genau. Was aber, finde ich, auch meckern auf hohem Niveau ist, weil ich schneide den Rand nach dem Versiegeln, schneide ich den Rand ab und dementsprechend stört mich das nicht. Also alles kleine Dinge, über die ich gerne hinwegsehe, wenn ich dann so ein Ergebnis habe. So, jetzt habe ich euch einmal vom Stativ genommen. Hier seht ihr schon, das ist die Spielkarte. Zum Beispiel, also hier haben wir die hellen Steine. Hier haben wir dann den Übergang zu den dunklen Steinen und kommen dann hier tatsächlich in den Bereich des Gesichtes. Und es sieht toll aus. Gerade auch, wie die Augen rauskommen, die Übergänge, das Rendering, wie es gestaltet ist, wie es bearbeitet ist, finde ich wirklich richtig, richtig toll. Ich habe euch im Unboxing auch gesagt, ich hatte das Bild erst in einer anderen Größe. Ich glaube, ich hatte 50x50 oder 50x60 oder 60x60 ausgesucht. Der Shop hat mich angeschrieben, hat gesagt, es würde besser rauskommen. Sie würden die Größe 50x70 vorschlagen, ob ich damit einverstanden wäre. Ich habe gesagt, ich lasse mich überraschen. Ich schaue es mir an und gucke, was ankommt. Fand die Kommunikation mit dem Kundenservice optimal und ich finde, das Ergebnis spricht für sich. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und muss sagen, sie hatten vollkommen recht. Lieblingsbereich von dem Bild sind definitiv die Augen, aber auch hier der Hintergrund mit den verschiedenen Blau- und Petroltönen ist einfach genial. Und ihr seht selbst, schaut euch an, wie die Steine liegen. Sie passen wirklich so, so gut zusammen. Es ploppt nichts auf. Wir haben keine Lücken. Wie gesagt, zwei, drei im Bild. Mal schauen, ob ich da jetzt was finden kann direkt. Ich glaube, das war hier. Genau. Das ist jetzt hier so eine Stelle. Da bin ich dann hängen geblieben mit meinen Armbändchen. Und dann hat die Stelle nicht mehr ganz so gut geklebt. Aber das werde ich beim Versiegeln, werde ich das zurechtschieben. Und genau, ist auch wirklich meckern auf hohem Niveau. Man muss sagen, die Bilder sind nicht teuer. Wir haben 36 Farben.
ist es innerhalb von 10 bis 12, 10 bis 14 Tagen bei euch. Ihr habt die Möglichkeit, euch das Bild personalisieren zu lassen, so wie ich das jetzt gemacht habe, oder euch eins aus dem Shop auszusuchen. Und ich bin mega begeistert, bin mega zufrieden und freue mich, das gute Schätzchen bald an meiner Wand begrüßen zu dürfen, weil es wird definitiv aufgehängt. Ich packe euch den Link von dem Shop gerne in die Infobox rein, einfach, dass ihr schnelleren Zugriff drauf habt. Vielleicht habt ihr ja auch ein Bild, wo ihr sagt, das möchtet ihr gerne als Painting haben. Und ich finde, da hat Q-Deals wirklich einen mega Job gemacht. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und vergesst natürlich wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter.